Noch mehr von den Dingern. Diese gefälschten Emeralds. Machen mich echt krank. Gedenkst du noch länger dort unten zu verweilen? Ich bin hier. Über dir. Ich habe dich erwartet, Sonic. Du, der das Licht der Chaos Emeralds kontrolliert. Tut mir echt leid, dass ich deine Inneneinrichtung geschrottet habe. Aber die Vordertüre war zu. Also, wenn du mich entschuldigen würdest? Es sei dir verziehen. Ich wollte mich nur vergewissern, dass unsere Einschätzungen bezüglich deiner Kraft korrekt sind. Um genau zu sein, hättest du laut unserer Kalkulation nicht weiterkommen sollen als hier. Ja, wenn's cool mit dir ist, würde ich jetzt gern die Fliege machen. Ich schnapp mir nur kurz meine Freunde. Bleib doch noch etwas. Es würde mich brennend interessieren, ob deine Leistungsfähigkeit mit unseren Daten übereinstimmt. Daten hier, Daten da. Das ist mir doch egal. Ich bin nur wegen meinen Freunden hier. Wenn es dir um deine Freunde geht, könnte ich nachhelfen. Wir haben sie verschont. Sie sind nur müde. Chris! Cosmo! Vorsicht! Sobald du das Glas zerbrechen würdest, würde der Druckwechsel ihre Organe zerquetschen. Und das wollen wir doch nicht. Wenn du dich uns widersetzt, wird sie so oder so nichts mehr davon bewahren können. Cosmo, sie hatte solche Angst. Das stört dich. Und Chris, was habt ihr mit ihm gemacht? Alles, was ihm widerfahren ist, hat er sich selbst zuzuschreiben. Sonic, diese Metarex wurden für dich angefertigt. Gold wird deine Kraft und Silber deine Geschwindigkeit testen. Falls unsere Daten über dich fehlerfrei sind, solltest du kein Problem mit ihnen haben. Also, entscheidest du dich. Ein Kampf kannst du haben! Bist du jetzt zufrieden? Du solltest dich sehen, Sonic. So habe ich dich ja noch nie erlebt. Hast du ihn gesehen? Was für alle Rostlaugen! Unser Eggdrive ist etwas außer Kontrolle geraten und wir sind hier abgestürzt. Was für ein netter Zufall, dass wir gerade dich hier treffen. Sonic. Ich bin wirklich enttäuscht. Es ist gefährlich, sich seiner Wut so hinzugeben. Früher oder später wird sie dich zu dem machen, was du verabscheust. Um deine Freunde brauchst du dich übrigens nicht mehr zu sorgen. Ich weiß, dass sie wohlbehalten zurückkehren werden.